Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute mal ein Thema zu Narzissten und was sie tun, wenn sie die Kontrolle über uns verlieren, beziehungsweise wenn ihnen bewusst wird, dass sie die Kontrolle über uns verloren haben. Hier ein kurzes Intro zu meinem Kanal. In meinem Kanal geht es eher um romantische Beziehungen mit Narzissten und Narzisstinnen. Ich spreche hier nicht so stark über den narzisstischen Kreislauf und auch nicht über die Begriffe. Ja, starten wir mal gleich los. Ich habe ja ganz viel schon über Kontrolle und so weiter gesprochen, aber was ich noch nicht so richtig gesagt habe, was machen eigentlich Narzissten in dem Fall, wenn sie über uns die Kontrolle verlieren? Wie äußert sich das eigentlich beim Narzissten? Ich habe hier sieben Dinge für uns zusammengetragen. Der siebte Punkt ist eigentlich auch der Punkt, der der schlimmste ist und wo ihr euch hundertprozentig sicher sein könnt, dass der Narzisst über euch die Kontrolle verloren hat. Wenn Narzissten über uns die Kontrolle verlieren, ist natürlich logisch, dass sie versuchen, unseren Selbstwert anzugreifen, unser Selbstvertrauen anzugreifen und unsere Schwachstellen zu suchen. Es geht sogar so weit, dass sie ganz intime Dinge von dir angreifen und sie werden natürlich auch externe Ressourcen einbeziehen, um wieder die Kontrolle über dich zurückzubekommen. Und wir wissen natürlich alle, dass Narzissten kontrollsüchtig sind, dass sie die Kontrolle lieben. Und dass sie auf all unsere Lebensumstände sozusagen Einfluss haben wollen und wissen wollen, was bei uns los ist. Und wenn sie die Kontrolle natürlich über uns haben, denken sie natürlich auch, dass sie am Hebel sitzen und alles über uns bestimmen können. Darum ist ja auch das Interesse so wahnsinnig groß, dass sie die Kontrolle nicht verlieren wollen. Und schlussendlich sich natürlich auch extrem mächtig fühlen. Bei diesen Punkten, diesen sieben Punkten, die ich hier zusammengestellt habe, gehe ich auch so ein bisschen nach Ranking vor, also nach verschiedenen Stufen, die sie dann einsetzen, um praktisch die Kontrolle über dich wieder zurückzubekommen, über uns wieder zurückzubekommen. Wo stehen wir jetzt hier eigentlich im narzisstischen Kreislauf? Hier stehen wir an dem Punkt, wo wir sozusagen den Final Discard gesetzt haben, wo wir Schluss gemacht haben und wo wir uns quasi auch entschieden haben, dass wir fertig sind mit diesem Narzissten, mit diesem Menschen. Der erste Punkt ist der Punkt, wo sie so langsam anfangen zu kapieren, dass es nicht mehr so weitergeht. Sie aber eigentlich immer noch so ein bisschen sicher sind, dass sie zurück könnten. Das ist der Punkt, dass sie so anfangen, sich so ein bisschen zu entschuldigen. Es pa passiert also an der Stelle, wo wir anfangen, sie wegzustoßen und sie merken, sie müssen irgendwas machen. Das machen nicht alle Narzissten, aber viele Narzissten machen das. Diese Entschuldigungen, die sie uns da entgegenbringen, sind natürlich nicht ehrlich. Und sie sind natürlich auch irgendwie gar keine richtigen Entschuldigungen. Das kann sowas sein, es tut mir leid, dass du so verletzt bist. Weil, was soll es aussagen? Es tut mir leid, dass du so verletzt bist. Das sagt ja eigentlich nichts weiter aus, dass es ihm in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht leid tut und dass er auch in keiner Weise irgendwelche Aktionen dir zeigen möchte, dass das nicht in Ordnung war, sein Verhalten. Er möchte ja nichts verändern. Darum ist es natürlich auch keine Entschuldigung. Denn eins ist ja auch klar, wenn ihnen es wirklich leid tun würde, dann würden sie es ja natürlich auch nicht wieder tun. Denn in Wirklichkeit bedeutet ja diese Entschuldigung eigentlich nichts weiter, als dass sie begriffen haben, dass sie mit ihrem Verhalten, so wie sie es vorher an den Tag gelegt haben, bei dir einfach nicht mehr weiterkommen. Und dass sie natürlich hoffen, dass sie mit ihrem Verhalten einfach so weitermachen können und du das halt entschuldigst und sie natürlich wieder mal keinerlei Konsequenzen davon tragen können
und einfach weitermachen können wie bisher. Das zweite ist natürlich das Hoovern. Das ist der Punkt, an dem dieses Hin und Her losgeht. Wie ich es ja auch schon in den Videos zum Hoovering gesagt habe, spielen Sie dann natürlich für kurze Zeit wieder diese tolle Person dir vor, die Sie natürlich nicht sind. Also dieses Gesicht der Idealisierungsphase kehrt kurzzeitig zurück. Der Narzisst denkt aber in Wirklichkeit eigentlich nur eins, dass er die Kontrolle über dich verloren hat, weil du vielleicht sogar selbst den letzten Discard gesetzt hast, selbst Schluss gemacht hast. Weil dieses Hoovering dient nämlich nur dazu, dass er vorbereiten kann, dass er, dass sie den Final Discard setzen können. Weil dazu hast du ihnen ja noch gar keine Möglichkeit gegeben. Weil du bist ja ausgestiegen. Denn wenn sie es natürlich schaffen, dich zu hoovern, das gibt ihnen natürlich auch die Sicherheit, dass sie dich weiterhin einlullen können und dass sie natürlich auch weiterhin die Kontrolle über dich haben. Die Narzissten hoffen auf diesen kleinen Teil in dir, der immer noch daran glauben möchte, dass es vielleicht doch funktionieren könnte. Aber wenn du dich nicht darauf einlässt, dann gehen sie zu Punkt 3 über. Nämlich, dass sie plötzlich überall auftauchen, wo sie erwarten, dass sie dich aufgrund deiner Routinen dort antreffen können. Das kann sein, dass du Gassi gehst, dass sie wissen, dass du einmal die Woche zum Sport gehst, dass du einmal die Woche Chorprobe hast. Also quasi an den Orten, wo sie wissen, dass du dort routinemäßig aufkreuzt. Eines ist natürlich in diesem Zusammenhang vollkommen klar. Egal, wie fertig du mit dieser Person letztendlich bist, also egal, ob du eigentlich klar darüber bist, du willst mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, löst das natürlich in dir, wenn der Mensch da plötzlich wieder steht, eine Emotion aus. Das ist völlig normal. Und auch dann, wenn sie selbst wissen, also die Narzissten selbst wissen, dass du wirklich mit ihnen fertig bist, kreuzen die da trotzdem auf. Und das sieht natürlich ganz zufällig aus. Sie sind dir rein zufällig über den Weg gelaufen. Denn sie bauen natürlich darauf, dass die Präsenz bei dir diese alten Gefühle wieder auslöst und sie auf diese Art und Weise doch nochmal einen Hoover-Versuch bei dir starten können, weil sie sind ja dann leider wieder in deinem Kopf drin. Und wie ich es ja auch schon gesagt habe, Narzissten sind Meister der Manipulation und sie wollen immer wieder an dein Gehirn und dein Gehör. Das ist das, was sie wollen und was ihnen wichtig ist, weil sie wissen und sie kennen deine Triggerpunkte. Sie wissen, wo sie ansetzen müssen. Darum versuchen sie mit dir in irgendeiner Weise und wenn es rein zufällig ist, mit dir in Kontakt zu kommen. Und wenn sie das nämlich geschafft haben, dann versuchen sie dich emotional zu triggern. Allerdings nimmt es, da sie ja die Kontrolle über dich verloren haben, hier in diesem Zusammenhang eine etwas andere Form an. Nun fangen sie nämlich an, das Opfer zu spielen und sie gehen an deine empathische Seite. Sie gehen an deine Empathie. Nun sagen sie also Dinge, die dich glauben lassen sollen, dass du etwas falsch gemacht hast. Nun starten sie die Manipulation in der Hinsicht, dass du sie zutiefst verletzt hast.
Und in dieser Phase, das ist ja auch dieses sogenannte Crazy Making, fangen sie natürlich auch so an, dass du selbst irgendwie an dir zweifelst und denkst, bin ich hier der Narzisst? Sie bringen dich also dazu, dass du anfängst, deine Handlungen, deine Reaktionen und dein Handeln in dieser Beziehung extrem zu hinterfragen. Und sie versuchen dir in dieser Manipulation sogar einzureden, dass du sogar den größeren Anteil der Schuld, in so, wenn man das überhaupt so nennen kann, trägst, dass diese Beziehung gescheitert ist. Und natürlich gibt es da auch Sachen, die wir mit Sicherheit falsch gemacht haben. Und wir müssen uns dabei auch immer vor Augen führen, dass keiner, niemand auf dieser Welt ist perfekt. Aber dadurch, dass die ja nicht aufhören, fangen wir immer stärker an, unsere eigenen Handlungen extrem zu hinterfragen. Und jetzt geht es also los, dass du denkst, um diese Themen auszuräumen, sollte ich mich vielleicht wirklich doch noch mal mit dem Narzissten an einen Tisch setzen und über alles sprechen. Das ist logischerweise der Türöffner für den Narzissten und eine ziemlich traurige Angelegenheit. Nun geht es also los, dass sie dich für alles, was da passiert ist, verantwortlich machen. Sie sagen dann sowas wie: Wie konntest du mir das antun? Ich habe so sehr gelitten. Ich konnte nicht mehr essen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich musste immerzu an dich denken. Ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt, seitdem wir nicht mehr zusammen sind. Denk daran, wir reden hier darüber, dass der Narzisst über dich die Kontrolle verloren hat. Die will er natürlich zurück. Du willst natürlich nicht, dass dieser Mensch nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, was weiß ich, und dass er sich so schlecht fühlt und du ja an allem schuld bist. Und fängst also an, die Verantwortung für diese Thematik zu übernehmen. Weil sie lassen es ja so aussehen, an diesen Sätzen, die ich eben gesagt habe, ist das ja auch relativ deutlich, dass nur du den Schlüssel dafür in der Hand hast, dass sich diese Situation wieder verbessern kann, weil du sollst ja wieder zurück. Nur du bist schuld daran, dass er nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nur noch an dich denken und bla 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 muss. Fein ausgedacht. Tolle Manipulationsstrategie. Jetzt ist es also an dir, all dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein zusammenzunehmen und so schlau zu sein, auf diesen Blödsinn nicht reinzufallen. Also das ist ja ganz klar. Wenn du in dem Moment Mitleid mit dem Narzissten hast, verletzt du dich auf lange Sicht natürlich eigentlich nur selbst, weil der ganze Mist geht ja dann wieder von vorne los. Wie ja hier schon in Punkt 2 auch beschrieben. Hier an dieser Stelle nicht weiterzumachen, ist und bleibt ganz allein deine Entscheidung. Die solltest du aber treffen. Fallen nicht auf diese Manipulation hinein. Der fünfte Punkt, den sie anfangen, wenn sie die Kontrolle über dich verloren haben, ist, dass sie dir Dinge unterstellen, die du niemals getan hast. Zum Beispiel fangen sie an, dir plötzlich etwas zu verzeihen, was du gar nicht gemacht hast. Zum Beispiel unterstellen sie uns ja im Laufe der Beziehung andauernd, dass du so eifersüchtig warst. Aber letztendlich stimmt das ja gar nicht, weil du hattest allen Grund, eifersüchtig zu sein. Jetzt sagen sie aber, es ist nicht so schlimm. Ich sehe es ein. Ich verzeihe dir, dass du so eifersüchtig bist. Wir kriegen das gemeinsam hin. Das ist natürlich massives Gaslighting. Klar ist das, keine Frage. Es könnte aber auch, wenn ihr in einer Trennung das wart, dass du vielleicht den mal angerempelt hast oder sie angerempelt hast und sie dann sagt, naja, es ist nicht so schlimm, dass du mich damals
fast umgeschubst hast und mich in die Ecke gedrängt hast. Du hast das aber gar nicht gemacht und die wissen auch ganz genau, dass da in dieser Art gar nichts war. Sie tun aber so, als wäre da sowas gewesen. Bedeutet, sie versuchen natürlich, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was gar nicht passiert ist. Das betrifft natürlich auch so einen Scheidungsprozess. Da unterstellen sie dir natürlich Dinge, die niemals passiert sind. Und da wird ja auch alles, was jemals war, total im Munde umgedreht. Es könnte zum Beispiel sein, du hast die ganze Zeit die Familie versorgt und die sagen dann sowas wie, ich durfte ja nicht arbeiten, obwohl sie gar nicht arbeiten wollten. Natürlich versuchen wir in solchen Momenten, ich sage jetzt mal zivilisiert, mit dieser Situation umzugehen und diese Angriffe auch irgendwie wegzustecken, weil du ja überhaupt gar keine Lust auf so eine Schlammschlacht hast. Du willst eine Trennung. Aber wie wir ja auch wissen, hat ja diese Trennung auch niemals auf einem vernünftigen Level stattgefunden, indem man sich einfach mal austauscht und darüber sich ausspricht, dass man sich trennen will. Und warum man sich trennen will, das gab es ja nicht. Dürfen wir nicht vergessen. Sie steigern in diesem Zusammenhang natürlich auch das Level. Sie fangen dann irgendwie an rumzuschreien und sagen dann sowas wie, du willst mir die Kinder wegnehmen, du willst, dass ich die Kinder nie wiedersehe, du willst, dass sich alle von mir abwenden. Du bist ein hinterhältiger, gemeiner, bösartiger Mensch. Also sie gehen quasi von ganz unten mit diesem kleinen bisschen Triggern immer mehr. Sie steigern das immer mehr. Und das sogar ohne jeglichen Grund. Obwohl du eigentlich gar nichts unternommen hast in dieser Richtung. Wie gesagt, ihr dürft jetzt dabei nicht vergessen, dass es hier in diesem Video darum geht, was sie tun, wenn sie denken, dass sie die Kontrolle über dich verloren haben. Darum geht es hier. Das möchte ich nochmal kurz erinnern. Was machst du also? Klar, du fängst an, dich zu verteidigen. Das ist völlig normal. Das ist natürlich eine Manipulationstaktik und wir müssen uns darüber vollkommen klar sein, dass sie diese Dinge natürlich nicht nur zu dir sagen. Nein, das endet logischerweise in der Smear-Kampagne, in der Schmierenkampagne, wo sie diese Dinge, die sie dir an den Kopf geknallt haben, natürlich auch allen anderen sagen. 90% von diesen Dingen, die sie natürlich da weitererzählen, sind natürlich reine Fantasie und frei erfunden. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wenn sie nicht mit dir sprechen, sondern mit den anderen, dass sie da natürlich noch einen draufsetzen werden. Jetzt steht ihr praktisch vor diesem dritten. Das könnte beispielsweise auch ein Richter sein oder das könnte Familie sein oder sonstiges, wenn dieser Streit jetzt quasi entbrannt ist. Und die fangen dann sowas an und sagen, kannst du dich etwa nicht mehr an unseren Streit erinnern? Dass dieser Streit natürlich ausschließlich aus Unterstellungen bestanden hat, das erwähnen sie natürlich mit keinem Wort. Da, in diesem Moment, wo das passiert, bist du natürlich voll in die Falle reingetappt. Denn sie werden diesen Streit, den ihr gemeinsam hattet, in eurer Gegenwart, aber auch wenn ihr nicht dabei seid, völlig verdrehen und an ein anderes Licht rücken. Und das Schlimme ist, dass du ja gar nicht geahnt hast, dass dieser Streit, den sie mit dir mal vom Zaun gebrochen haben, natürlich ein Streit war, der von langer Hand vorbereitet worden ist. Das haben die geplant. Was natürlich auch klar ist, dadurch gerätst du leider natürlich in die Defensive. Und das führt zu Punkt 6, die eben auch schon erwähnte Schmierenkampagne. Wie in vielen anderen Videos ja auch schon erwähnt, dient diese Schmierenkampagne natürlich nur dazu, dich im Außen schlecht dastehen zu lassen. Alles, was du jemals zu diesem Narzissten oder zu dieser Narzisstin gesagt hast, ist natürlich unentschuldbar. Und natürlich will der Narzisst, dass die anderen Menschen dir nicht mehr glauben sollen. Du sollst
verrückt aussehen. Du bist die verrückte Person. Du bist ein unmöglicher Mensch. Das kommt natürlich auch irgendwie wieder bei dir an. Aber wozu dient das Ganze? Du sollst reagieren. Der will, dass du reagierst. Wenn du jetzt also reagierst und auf diese Falle hineinfällst, dann bleibt natürlich auch immer so ein bisschen an dir hängen. Und das ist genau das, was sie wollen. Bedeutet schlichtweg, desto mehr du kämpfst, desto schuldiger wirkst du für die anderen. Lass dich also nicht auf diese Manipulation ein. Denn natürlich wollen sie dich isolieren. Und das sogar so perfide, dass du dann alleine dastehst und sie vielleicht sogar die Möglichkeit haben, als dein Retter wieder in deiner Tür zu stehen. Ich erinnere nochmal, in diesem Video geht es darum, dass wenn der Narzisst die Kontrolle über dich verloren hat, die will er natürlich zurück. Zudem kann diese defensive Position, in der du dich ja befindest, sogar auch noch dazu führen, dass du dich veranlasst siehst, noch stärker zu kämpfen, noch lauter zu werden, noch mehr Wind zu machen. Und das ist natürlich das Falscheste, was du tun kannst. Mach es nicht. Fall nicht darauf rein. Sie wollen, dass du kämpfst. Gib ihnen diese Genugtuung bitte nicht. Und jetzt kommt Punkt 7. Wenn sie also mit allen anderen Sachen bei dir gescheitert sind und nicht weitergekommen sind, um die Kontrolle wieder über dich zu bekommen, dann fangen sie an, dich zu erpressen. Die holen irgendwelche Sachen aus der Kiste, aus der Vergangenheit, die erstens gar nicht so wirklich relevant sind, aber wo sie denken, dass dich das unter Druck setzen könnte. Natürlich, im ersten Moment verwirrt dich das Ganze total, weil du denkst, worüber spricht der die da? Aber genau darum geht es in dieser Manipulationstaktik. Du sollst dich nämlich hinterfragen, was genau habe ich eigentlich gemacht? Könnte das vielleicht doch Folgen für mich haben? Du denkst über all das nach. Und dann, was wäre wenn? Was wäre dies? Was könnte passieren? Diese Fake-Erpressung, nenne ich das jetzt mal, können natürlich anfangen, dir riesengroße Sorgen zu bereiten. Es könnte aber auch dazu führen, dass sie dich mit Dingen erpressen, die sie eigentlich gar nicht wissen und vielleicht sogar frei erfunden haben. Das nächste, womit sie dich natürlich erpressen könnten, dass sie dich unter Druck setzen mit Dingen, die sie dir wegnehmen wollen oder die extrem wichtig für dich sind oder die sie dir nicht wiedergeben möchten, wo sie aber auch wissen, dass sie dir extrem wichtig sind. Und dass du natürlich dadurch, dass sie für dich extrem wichtig sind, haben sie natürlich auch die Sicherheit, dass du aktiv werden willst. Du wirst aktiv. Du wirst dich bewegen. Die machen das sogar mit Sachen, die sie selbst überhaupt gar nicht interessieren, die ihnen total egal sind. Aber was dir natürlich total wichtig ist, brauche ich hier nicht zu erwähnen. Gerade wenn ihr mit Kindern eine Trennung vollzogen habt. All diese Punkte, die ich hier aufgezählt habe, sollen euch einfach nur noch mal die Augen dafür öffnen, wie hinterhältig und gemein Narzissten agieren. Und wie wichtig und wie weit sie eigentlich gehen, um Kontrolle über dich zu bekommen, beziehungsweise sie zu behalten. Heißt zusammengefasst, sie tun alles dafür, um die Kontrolle über dich, über uns behalten zu können.
Und was ich hier beschrieben habe, kann man auf ganz viele andere Kontexte natürlich auch übertragen. Zum Glück, muss ich jetzt aber abschließend auch nochmal sagen, sind Sie irgendwann von diesem ganzen Thema tierisch gelangweilt. Auch von dieser Kinderthematik. Weil, wenn ihr euch mal zurückerinnert, haben Sie sich auch in der Beziehung natürlich überhaupt um die Kinder gar nicht gekümmert. Wenn du also auf diese Taktiken nicht hineinfällst, verlieren sie schlichtweg einfach irgendwann das Interesse, weil sie sind gelangweilt von dieser Thematik und sie merken, dass sie dich nicht triggern können, dass sie die Hebel nicht finden und dass du auf deren Manipulationstaktiken nicht hereinfällst. Und das Gute, die gute Nachricht in diesem Video ist, die ziehen dann weiter und suchen sich einen neuen Supply, wo sie wieder die Kontrolle besitzen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Inhalt hat euch wieder mal ein bisschen weitergebracht, um diese ganze Systematik des Narzissten, der Narzisstin ein bisschen besser zu verstehen. Und ich freue mich aufs nächste Video, wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.